So, da wären wir wieder. Ich bin mal hier auf dem Hauptmenü, einfach so vorsichtshalber, ob wir den Spielstand laden können oder nicht. Laden, alte. Anscheinend wurde automatisch gespeichert, als ich Quit gedrückt hatte. Und es ist zappenduster. Oh, wir sind beim Jäger. Ja, das ist ein ganz schön zäher Jäger. Mitten im Dunkeln fängt er an, Beerenbüsche leer zu pflücken. Wir gehen mal. Wie war das? Achso, einfach an Kartenrand oder mittlere Maustaste. Wir gehen mal zurück zu unserem Lager. So. Oliver hat drei Essen gesammelt. Sehr schön. Das wird auch instant in unser Inventar gebracht. Das heißt, wir müssen nicht extra ins Lager schleppen. Das ist schon mal sehr praktisch. Wir hätten jetzt gerne weiter das Fundament gebaut. Rawstone. 1, 2, 3. Und Kamera drehen. So, das sind 15 Steine. Wer hat nichts zu tun? Was bist du? Du bist der Carpenter. Wir müssten inzwischen genug Holz haben. Ressourcen? 3 Wooden Logs. Okay, unseren Carpenter mache ich jetzt mal kurz zum Woodchopper. Und wir haben keine Axt. Okay, ich mache ihn wieder zum Carpenter. Gehe auf Ressourcen. Ressourcen. Handwerkzeug und wir hätten gerne eine Stone-Axt. Davon hätten wir gerne 2 Stück. Und eine Stone-Pickaxe, davon hätten wir gerne auch noch eine. Das darf er jetzt immer eine Weile machen. Kann alles von Carpenter hergestellt werden. Sehr gut. Rausklicken. Unser Holzfäller. Was macht unser Holzfäller? Der wartet. Warten ist gar nicht gut. Du sollst das umhauen. Und das umhauen. Und das umhauen. Und das umhauen. Kann es sein, dass die Befehle alle aufgehoben wurden, als ich rausgegangen bin? Sieht irgendwie so aus. Nee, die Steine werden immer noch abgeklopft. Na gut. Du hast nichts zu tun. Das Karottenfeld ist wohl noch nicht fertig. Kannst du denn irgendwas anderes machen? Und er baut die Steine nicht. Was brauchst du zum Steine bauen, Baumeister? Ein Hammer wahrscheinlich. Steinhammer. Ah, wir haben vergessen hier einzustellen, dass er automatisch immer wieder neuen Hammer nimmt. So. Und schon fängt er wieder an, Steine zu legen. Sehr gut. Sobald die Steine auch alle da sind, können wir uns das hier mal angucken. Workshops, Stores, Furniture, Military, Siegecraft und Lighting. Licht klingt schon mal gut. Wir brauchen ein Seil, ein Tierfett und 4 Wooden Logs und ein Iron Ingot. Haben wir nicht. Wir haben kein Animal Fett. Dazu müssten wir wahrscheinlich die Wildschweine angreifen und das will ich nicht. Also erstmal keine Lightings. Was ist mit Workshop? Carpentry Bench, das klingt doch gut. Können wir die einfach so hier hinsetzen? Kann man die drehen? Ich probiere mal WASD. Oh, weg. Carpentry Bench. Pfeiltasten? Nö. Ziffernblock? Nö. Gedrückt halten, Maus. Nee, anscheinend erstmal nicht drehbar. Na gut, die stellen wir einfach in die Mitte von. Also hier in die Ecke von dem Raum, aber dass man es von allen Seiten noch begehen kann. Hier so. So, ich habe gar nicht geguckt, was es kostet. Es braucht Steine und Holz. Ja, ist okay. Und eine Masonry Bench bauen wir dann gleich so daneben. Ich hoffe mal auch von allen Seiten so einigermaßen zugänglich. So, raus hier. Ich will raus aus Strukturen. So. Aber es fühlt sich anscheinend keiner dazu berufen, das abzuarbeiten. Du müsstest doch eigentlich als Baumeister da jetzt gleich zu Wege gehen. Ich guck mal ganz kurz, ob da irgendwas beisteht. Wird gebaut von Carpenter. Carpenter steht hier. Carpenter hat aber keine Axt. Und kein Hammer. Anscheinend braucht der Carpenter einen Hammer und keine Axt. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine Axt herstellen. Wir hätten gerne Hand Tools. Stone Axt haben wir. Braucht eine Kupferaxt? An den Hammer braucht er, genau. Stone Hammer. 1, 2, 3. Davon brauchen wir anscheinend recht viele. Und nochmal eine Pickaxt. Einfach so auf Halde. Sehr schön. Das Spiel macht richtig Spaß. Also, es wird wahrscheinlich noch irgendeinen Knackpunkt geben, dass es vielleicht keine Monster gibt oder irgendwas Tolles nicht bauen können. Aber so bisher, die ersten Schritte, finde ich schon sehr interessant. Vor allem kann man nichts falsch machen. Man kann wirklich jeden Block abbauen und genauso wieder aufbauen.
Das ist ja mit so ein Grund, warum ich bei Dwarf Fortress so austicke manchmal. Wenn man da einen Block weggenommen hat, kann man ihn nicht so wieder hinstellen, weil die Karte halt aufgedeckt wird. Also ja, eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich die wenigsten stören wird, aber für mich ist das ein Horror. So, da oben haben wir noch jede Menge Steine. Ich hätte aber ganz gerne mal wieder Tageslicht, denn unser Feuer wird irgendwann auch wieder ausgehen. Masonry Carpenter hat keinen Steinhammer herstellen können. Der einzige Verlust in Ressourcen ist ein Stein. Oh, die Werkzeuge können auch mal nicht hergestellt werden. Das finde ich sehr schön. Ist ein wenig realistischer. Und stellt eine Pickaxe her. Sehr gut. Unser Miner hat Kohl gemeinert. Also Kohle. Man sieht anscheinend nicht, in welchem Stein was drin ist. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Zufallsgenerator. Was ich aber auch sehr cool finde. Denn wenn du normalerweise eine Steinwand siehst, entdeckst du nicht unbedingt auf den ersten Blick, was dahinter ist. Außer das hat eine richtig schöne Vene. Aber ja, auch sehr interessant. Was haben wir denn jetzt an Ressourcen? Ich hätte gerne ein bisschen Metall. Haben wir Kupfer? Haben wir Kohle? Haben wir zwei. Also wir könnten demnächst auch mal eine Schmiede ausheben. Kann ich das dann noch irgendwie abbrechen? Ich würde gerne das doch in ein separates Gebäude tun. Strukturen? Nö. Na gut, müssen wir wohl warten, bis es steht. Und es steht erst, wenn der hier seinen Hammer wieder in die Hand nimmt. So. Sehr gut. Unser Holzhacker hat nichts mehr zu tun. Du entfernst den Stumpf, den Stumpf, den Stumpf. Und den lässt du mal stehen, einfach zu Testzwecken. Also es wäre unrealistisch, wenn da jetzt ein neuer Baum rauskommt. Aber man weiß ja nie bei solchen Spielen. Also hacken wir weiter Bäume, machen alle Baumstümpfe weg, weil sie halt Holz bringen. Bis auf den da. Das ist unser Teststumpf. Und da warten einfach ein paar Tage. So, wir haben eine Crafting Bench. Die könnten wir wieder abreißen, wollen wir aber nicht. Wir könnten sie umbenennen. Das ist jetzt Bernd die Crafting Bench. Oder Carpentry Bench. Oh, und das Feld sieht aus, als wenn es langsam fertig wäre. Aber noch nicht genug noch. Okay. Wir haben Holz, wir haben Steine. Wir sollten mal das Fundament weiterbauen. Aus Raw Stone. Karte drehen. So, Fundament ist fertig. Wie bauen wir Wände? Wahrscheinlich Strukturen. Tür. Wir hätten gerne eine Holz- und Eisentür oder eine massive Holztür. Massive Holztür ist okay. Wow. Wir haben nicht untertrieben, als sie massiv gesagt haben. Also ich denke, das wird zu... Wir könnten die außen setzen, aber das ist nicht auf dem Fundament drauf. Wie sieht die kleine aus? Sieht genauso aus. Okay, dann setzen wir es mal hier hin und hoffen einfach, dass die Mannequins da durchgehen können. Und auch durch die Workbenches, ohne behindert zu werden. Mauern sehe ich keine. Das heißt, wir müssen die alle manuell setzen. Okay. Bauen. Wir können einfach Holz nehmen. So. Sieht mauerartig aus. Auch wenn das Ganze dadurch tierisch klein wird. Können wir jetzt da noch was draufsetzen? So. Das ist tierische Holzverschwendung wahrscheinlich. Ja, geht wohl. Aber ich habe hier irgendwo auch Bretter gesehen. Genau, Wooden Planks. Wahrscheinlich hätten wir aus den Baumstämmen erstmal Bretter machen sollen. können wir das irgendwie rechts Maustaste? Nee. Können wir euch wieder abbauen? Design, Dig, Mine. So. Und dich auch. Dich auch, dich auch. So. Ich hoffe einfach mal, dass die gleich abgebaut werden. Jo, er ist dabei. Und er fängt sogar oben an. Sehr schön. Also ein typischer Logikfehler wäre, dass er unten anfängt und dann in der Mitte Dings schwebt. Wir haben keinen weiteren Auftrag gegeben. Nö. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt mal bei Ressourcen, ob man die Planken hier irgendwo herstellen kann. Buildingmaterial. Wooden Planks. Brauch Wooden Lock. Und es werden wohl zwei hergestellt. Also es ist effektiver. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Dinger wieder abbauen. Irgendjemand hat... Baumeister hat keinen Hammer mehr. Das bist du.
Du stehst in der Tür, ich kann dich nicht auswählen. Das ist jetzt nicht gut. Ich kann nicht durch das gelbe Kraftfeld klicken. Doch, da ist ein Arm. Wir haben einen unserer tapferen Jungs verloren in einer noch nicht gesetzten Tür. Obwohl da... Nö, kann ich nicht auswählen. Okay, also irgendjemand anders muss die Tür bauen, dass er da rauskommt. Wie wär's mit dir? Du bist... Leertaste. Carpenter, du bist jetzt kurzfristig mal... Bilder. Und nimmst einen Hammer in die Hand. Und wir brauchen... Was brauchen wir? Was brauchen wir für die Tür, ist die Frage. Leertaste, Strukturen, Türen. Einfach nur 6 Loks. Das heißt... Nein, ich will nicht aufhören. Das heißt, er hat keine Äxte mehr. Doch, hat er. Oh, wir können den automatischen Befehl geben, durchgehend Holz zu hacken. Ah, ist doch sehr praktisch. Gut. Und er baut das Holz ab und kriegen wir es auch gleich wieder. Wooden Lock 1. Kommt mal weg. Wooden Lock 2. Sehr schön. Ohne Verluste können wir die Ressourcen einfach so wieder einsammeln. Sehr gut. Das heißt, wir stellen jetzt mal ein paar Bretter her. Buildingmaterial. Wooden Planks. Wooden Planks 2. Die unterscheiden sich wahrscheinlich optisch. Machen wir mal 2 davon und 2 davon. Das macht eine Carpentry Bench vom Carpenter. Du warst unser Carpenter, oder? Du bist... Nee, du bist ein... Der Carpenter, der zum Builder geworden ist. Du wirst wieder ein Carpenter. Kriegst den Hammer in die Hand. Und irgendjemand befreit hoffentlich unseren Builder von da. Ja, also noch ein wenig alles gewöhnungsbedürftig. Und der Block schwebt doch in der Luft. Das ist nicht gut. Dick, das da. Aber er kommt wenigstens ran. Das ist sehr gut. Und die Sachen brechen alle sehr schnell. Oh, blau heißt wohl, es wird gerade gebaut oder gleich gebaut. Und wir haben alle Ressourcen. Sehr gut. Das heißt, wir können ihn ja gleich rausholen, hoffentlich. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen mehr Steine und wir können mal die Löcher hier zumachen. Na, beziehungsweise da können wir gleich das nächste Haus hinbauen. Ich denke mal... Also erstmal testen wir, ob wir beide Werkbänke benutzen können, obwohl sie so dicht beieinander stehen und eigentlich die Tür blockieren. Und wir hier noch eine Wand reinziehen wollen. Und sonst müssen wir das Ganze ein bisschen ausbauen. Ich glaube, wir bauen es einfach mal aus. Take mine. So. 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 Ah, komm. Nicht kleckern, gleich klotzen. So, und das hier machen wir zu. Also, Strukturen bauen. Wir hätten gerne Dirt. Da wieder rein. So. Werkzeuge werden das Problem sein, denke ich mal langsam. Was haben wir da so? Wir haben keine Steinhämmer. Davon brauchen wir 3 Stück. Wir haben 2 Steinäxte. Wir haben 2 Steinpickäxte. Wir haben nur eine Hoe. So. Und das Holz geht langsam zur Neige. Ja, nee, können wir nicht ändern. Davon brauchen wir halt jetzt am Anfang gerade sehr viel. Oh, und der Farmer macht automatisch was. Das ist auch sehr gut. Kriegen wir gleich Karotten. Ja, scheint er nur ein bisschen dran rumzuwerkeln. Und warum lebt ein Huhn so nah an unserer Farm noch? Was macht unser Jäger? Ich finde es allgemein ein wenig irritierend, dass er so weit weg ist und wir nicht direkt zu ihm springen können. Ja. Na gut. Kümmern wir uns weiter um das Wichtigste. Warum ist da noch ein Loch? Das ist nicht unbedingt sehr wichtig, aber... So, wir hatten einen kurzfristig zum Builder gemacht. Du bist ein Miner, das darfst du auch bleiben. Du bist der eigentliche Baumeister. Wo ist der falsche Baumeister? Ist das der da an der Workbench? Ja, das ist der Carpenter. Wir haben einen Mannequin verloren. Da ist der Holzhacker. Unser Jäger ist auch irgendwo draußen. Das sind 2. Nö, haben wir doch nicht. Hä? Ich hätte schwören können, wir hätten einen über gehabt, in Anführungszeichen. Also du bist unser Builder. Du bist unser Miner. Du bist unser Carpenter.
Okay. Wir haben jetzt jede Menge von den Planks gebaut. Versuchen wir doch mal, die zu setzen. Strukturen. Nee, gar nicht. Bauen. Wooden Planks. Eins, zwei. Und da drüber Wooden Planks, die da. Können wir die gleich draufsetzen, obwohl da noch nichts ist? Nein, können wir nicht. Müssen wir warten. So, jetzt können wir es draufsetzen. Da drauf. Und da drauf. Da. Ups, das wollte ich nicht. Rückwärts, rückwärts, stopp. Nein. Ich würde gerne die Sachen rückgängig machen können. Kann man wahrscheinlich, aber... okay, du baust das da bitte wieder ab. Und das... jetzt habe ich auch gesagt, dass er den Boden abholzen soll. Nein! Ja. Na gut. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch erstmal Schluss. Allein, weil ich so viele von den Steuerungssachen noch nicht kann. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall schon mal als erste Einführung so gereicht, wie das Spielprinzip so ist und wie es aussieht. In meinen Augen ist es auf jeden Fall sehr interessant, hat sehr viel Potenzial. Und ich werde von Zeit zu Zeit hier in das Projekt wieder reingucken. Erstmal, wenn ich etwas Neues dazugelernt habe, zum Beispiel, wie man die Befehle rückgängig macht, oder wenn eine neue Version rauskommt und so weiter und so weiter. Also dann bis demnächst oder in meinen anderen Projekten. Bye, bye.